Hallo und herzlich willkommen zu weiterem Video. Heute mal ein FAQ. Ihr konntet mir Fragen auf YouTube stellen. Nachdem ich die dann gelöscht habe, konntet ihr mir nochmal Fragen stellen. Und ich würde sagen, es geht direkt los mit der ersten Frage von Kleinsunny. Wie wärmst du dich für DSBL, ESL-Spiele auf? Hast du einen Trainingsplan? Was macht man beim Clan-Training? Also, erstmal zur Frage, wie ich mich aufwärme. Normalerweise ist es ganz normal, dass ich ein bisschen Tieren spiele, da einfach Musik laut mache, um ein bisschen ins Aiming reinzukommen, dass meine Hände warm werden. Dann spiele ich ein bisschen Casual, das macht mir Spaß, renn einfach rein, rush rein. Und dann spiele ich eventuell noch eine Runde Ranked. Das mache ich normalerweise so vor Spielen. Trainingsplan ein bisschen. Ich muss dann immer gucken, dass ich meine, keine Ahnung, ein bisschen Zeit für T-Hunt investiere. Dann eventuell Analysen mache, was ich in den letzten Games falsch gemacht habe, damit ich es besser mache. Und natürlich dann abends die Scrims oder Turniere. Was man beim Clan-Training macht, ist eigentlich recht simpel. Man spielt Scrims und wertet die dann aus, was schief lief. Probiert zu adaptieren, also sich anzupassen und halt bestimmte Sachen zu trainieren. Nächste Frage von King Me. Würdest du eventuell coachen? Bräuchte echt einen Coach. Ich hatte in letzter Zeit echt mal überlegt und auch eine Umfrage gemacht, ob ihr so einen Videokurs oder individuelles Coaching feiern würdet. Es gibt einige Rainbow-Leute, die coachen. Und ich habe überlegt, vielleicht wäre es ja ganz cool, wenn ich das auch machen würde. Natürlich bin ich kein Product-Spieler, aber ich denke, dass ich trotzdem viel Wissen hätte, das ich vermitteln könnte. Besonders, weil ich halt auch von, sag mal, von ganz unten mich hochgearbeitet habe, bis jetzt in die Premier Division. Also wenn ihr das echt mal wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich hätte überlegt, ob ich einen Videokurs machen sollte oder wirklich individuelles Coaching. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr cooler findet. Lupi, bist du zufrieden mit deiner momentanen Rainbow Six Karriere und deinem Team? Ich bin absolut zufrieden. Ich habe echt ein richtig tolles Team. Wir hatten gestern unser Spiel um den Einzug in die Premier Division. Vielleicht wissen es ja einige, wir spielen in der Contender Division. Das ist sogar die zweitbeste deutsche Liga. Und jetzt sind wir halt aufgestiegen in die Saturday League, in die Premier Division. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel auch ab der nächsten Season gegen Panther spielen werden oder Foreign 5, XP Titans, also wirklich ganz schön krasse Leute. Ich freue mich da echt, wir haben das geschafft, das Video dazu wird auch noch kommen. Und das habe ich einfach mega gefreut und die Leute sind cool drauf. Es macht einfach mega viel Spaß. ATW Sky Splitter. Herr Mini, ich würde mich freuen, wenn du mal ein Video machen könntest, in dem du deiner Community Tipps für Rank gibst. Ich bin zum Beispiel Level 234, nur Platz 3, würde gerne Platz 2, Platz 1 Elo spielen. Sicherlich weißt du, dass Solo-Queue nicht immer das Beste ist. Ich bin zwar in einem Clan, aber nur unsere Freunde, die halt Elo spielen. Ich glaube nicht, dass ich schlecht bin, aber ich würde gerne besser werden, um auf High Elo zu spielen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie man besser werden soll. Hab auch schon gegen Apony gewonnen. Okay, ja, ich könnte mich mal damit auseinandersetzen, weil meistens macht man Fehler, die man selbst erst gar nicht erkennt. Das ist auch ein Problem, was ich habe. Weil ich meine, ich tue natürlich mich auch täglich steigern, um besser zu machen, weil die Leute einfach besser spielen als ich derzeit. Und ich natürlich probiere mich auf das Elo zu kommen oder nicht auf die Elo, sondern auf die Game Sense, die haben. Aber ich könnte mir das eigentlich recht gut im Videokurs vorstellen. Also schreibt mir gerne dazu was rein, würde mich freuen. Ole, gibt es einen Operator, den du gar nicht magst? Also weder selber spielen, noch gegen ihn zu spielen. Also ich muss sagen, Blackbird gehört auf jeden Fall dazu. Ich mag ihn absolut gar nicht, wenn ich gegen ihn spielen muss. Panther Rainbow Six, Minecraft oder Rainbow? Ich glaube derzeit echt Rainbow. Ich habe so viel Zeit investiert, das macht mir so unendlich viel Spaß. Derzeit definitiv Rainbow. Crystal LP, wie findet man am besten ein Team? Am besten findet man echt ein Team, wenn man einfach mal auf Twitter aktiv ist. So habe ich zumindest meine Teams gefunden. Einfach ein paar Leuten folgen. Das müssen jetzt keine Leute sein, die in der ersten Liga spielen, sondern einfach Leute in der Rookie League spielen, in der DSBL. Einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln und dann wird man sich einfach automatisch steigern, wenn man da dran bleibt und selber seine Fehler analysiert. Es gibt auch sowas wie Gamer-Transfer, da habe ich mir noch keine Erfahrung gemacht damit. Aber ich finde auf Twitter oder einfach mal den Gamertag zu, keine Ahnung, minimi.lft, also das LFT ist wichtig, umbenennen. So hat man damals zumindest Teams gefunden. Wolfs AFK fragt direkt zwei Fragen. Wer ist zurzeit dein Lieblingsverteidiger und Angreifer und welche Map würdest du aus Rank entfernen? Zu Rank hinzufügen. Valkyrie in der Verteidigung und Nomad als Angreifer. Viele Leute spielen Nomad nicht so aktiv. Ich finde aber einfach, die Fähigkeit ist einfach so krass insane. Besonders in Rank kann man das so gut abusen, weil die meisten Teams da keine Teamabsprache haben, weil die nicht kommunizieren miteinander. Das ist einfach so einfach, Kills zu farmen. Also wer wirklich easy Kills haben möchte eigentlich, dann muss man einfach Nomad ein bisschen schlau einsetzen und dann fliegen einige Kills wortwörtlich zu. Ich würde aus Rank definitiv Herford-Basis entfernen und zu Rank hinzufügen, würde ich, glaube ich, die ganz alte mit. Ach Gott, ich habe sie vergessen, wie der Name ist. Ach Gott, ich habe den Namen vergessen. Da spielt man auch Artikel 5 drauf. Ich weiß nicht, vielleicht können sich einige Leute an die Map erinnern. Da hat man immer Artikel 5 diese letzte Mission drauf gespielt. Die fand ich so insane cool. Die würde ich mir echt zurückwünschen. Das wäre echt cool. Plato.exe,
Wie wäre es, wenn man mal als Defender ähnlich wie in Counter-Strike auf Smokes Flash-Nades hätte zum Beispiel, auch mal eine Gegenflash zu werfen oder so? Wäre es eine Option für ein Spiel wie Rainbow oder siehst du da Probleme? Ja, ich denke mal, Smokes in der Verteidigung könnten ein bisschen nerven. Flashes fände ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Flashes in der Verteidigung fände ich echt ein cooles Feature. Natürlich gibt es ja jetzt bestimmt Leute, die sagen, nee, das wäre komplett scheiße. Aber ich muss sagen, ich bin eher aufgeschlossen zu neuen Dingen, deswegen finde ich das eigentlich eine ganz coole Idee. Snow, trainierst du nur um Tieren oder benutzt du auch Sachen wie Aimlib? Ich benutze eigentlich nur Maus Accuracy, das spiele ich manchmal, aber zum meisten Teil eigentlich Tieren. Missy, wenn du keine Lust mehr auf Rainbow hast, löscht du auch den Kanal. Nee, ich glaube nicht, ich lasse den einfach online. Mir ist es eigentlich relativ egal, was damit passiert dann. Und ja, warum sollte ich den Kanal runternehmen? Ich meine, vielleicht freuen sich noch ein paar Leute daran. Letzte Frage von Asur, was hältst du von der aktuellen Stand der Meta? Also ich finde, derzeit ist in ESL, oder besser gesagt in Competitive, was ich spiele, ist das eigentlich alles recht balanced, sag ich mal, nichts zu overpowered. Ich meine, auch wenn sich Leute über Line immer noch aufregen, wir spielen öfter mit Line, weil ich spiele Flex und als Flex kann ich entscheiden, was ich spiele, ob ich Nomad spiele, ob ich Jekyll spiele, ob ich Line spiele oder irgendwas anderes. Ich hoffe, euch hat das kleine FAQ gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.